Ah, servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Motiviert heute Morgen vom Karl Heger alias Carlos seinem Video, wo er durch den Schnee stapft, inspiriert. Aber gedenkt, nach meinem schönen Friseurausflug, schnall mal doch den Rucksack, schmeiß ein wenig was rein und gehe von da aus dann gleich weiter mal in die Pampa raus, so wie ich jetzt auch gemacht. Und wie ihr seht, bin ich schon mitten am Laufen. Genau, der eine oder andere wird schon wieder sagen, hey, der schnauft schon wieder wie ein Ochs. Ist richtig, da geht es nämlich gerade ein wenig bergauf. Naja, bergauf, das war ein wenig zu viel gesagt, aber eine leichte Steigung ist schon da. Aber wenn du Lust hast, jetzt kommt der Auto, ich pack's nicht, jetzt kommt der Auto. Ohne Licht. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde. Ja, Freunde, das Auto ist weg. Ja, machen wir nochmal einen Rundumschwenk. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Schau, was mich heute noch so erwartet. Bis denn. Was haben sie denn da neu zelebriert? Aha. Das weiße Gold, hä? Ja, Freunde, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich meine, warum ich mir jetzt auch bewege, ist, wie gesagt, damals vom Heger Carlos, vom Karl, sei schon das Video. Aber ich habe mir ja noch was gegönnt, beziehungsweise der, wo unseren Blog verfolgt und unseren Podcast hört, der weiß ja, dass ich ja Besitzer eines Fitbits bin. Wisst ihr schon, das ist die Geschichte mit dem Schrittzähler. Und da gibt es ja momentan ein wenig so. Ja, so Wettkämpfe, sag ich mal, kannst du dann irgendwie Kumpels einladen, beziehungsweise brauchst du dann einen Account bei Fitbit und dann koppelst du das halt mit einem Account. Dann hast du natürlich auch eine Friendlist oder eine Buddylist halt und dann kannst du deine ganzen Kumpels einladen, die wo das halt auch haben. Und dann kann man halt so Wettkämpfe machen, ne? So nach dem Motto, es wird halt eine Aufgabe gestellt, das müssen ja am Tag 10.000 Schritte gemacht werden, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, für einen ganz normalen Arbeitstag, für einen ITler, sind 10.000 Schritte zusammenzubringen, weil wirklich nicht gerade einfach. Aber nachdem der Bu ja Urlaub hat, probiere ich das jetzt einfach einmal. Und wo sind wir jetzt? Ah, der ausgeschalten. Bei. Kann man ganz schwer schlecht erkennen gerade. Weil der vielleicht mal eine Blume ganz oben, das passt schon mal. 3.859, na, ich denke mal, dass wir die Schritt schon schaffen da, was ich heute vorhab. Ansonsten, ich mache nochmal einen Rundumschwenk. Und dann melden wir gleich wieder.
mir ist irgendwas eingefallen. Und zwar, das wisst ihr noch gar nicht, die Manu und ich, wisst ihr noch, die war auf die anderen Videos immer mit dabei ist zwischendurch. Wir machen ja einen Podcast, und zwar den Raiding.de Podcast. Und da plaudern wir halt ein wenig über ja, Dinge, die uns in der Woche so passieren. Das ist im Endeffekt so ein kleiner ja, Wochenrückblick, sag ich einmal, so ein Review über das, was uns schon wieder alles passiert ist. Machen wir noch mit ein paar anderen Kollegen zusammen, eine saubere Sache. Und ja, da sind wir irgendwie dann auf die Idee gekommen, Mensch, Schmarrer, machen wir doch einmal einen Podcast eben über Outdoor und so. Ne? Also haben wir mal geschaut, es gibt ja im englischsprachigen Raum einen ganzen Arsch voll, sag ich einmal, was so Podcasts angeht. So Outdoor, draußen, Bushcraft etc. Aber im deutschsprachigen Raum haben wir jetzt nicht wirklich was gefunden. Es gibt zwar den einen oder anderen, aber entweder senden die nur, oder beziehungsweise bringen die bloß aller Schicklung mal Folgen raus, oder von denen war die letzte Veröffentlichung schon ja, gut halb, dreiviertel Jahr her. Ansonsten, wenn ihr was kennt, berichtigt mich, postet den Link als Kommentar, der würde mich mal interessieren. Auf alle Fälle haben wir uns gedacht, wir machen jetzt auch mal einen Podcast, weil wir ja auch so Outdoor-Anfänger sind. Ich meine, wenn ihr die Videos, na Leute, machen wir uns nichts vor, wenn ihr die Videos gesehen habt, dann wisst ihr, wir sind Anfänger. Pure Anfänge. Und haben wir uns gedacht, wir erzählen irgendwas über die Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Laden uns vielleicht mal den einen oder anderen YouTuber ein, der wo uns da ein wenig aufklären kann. Wäre echt klasse, wenn sich da jemand finden würde. Oder auch mehrere, dass jeder mal irgendwas zu einem Thema sagen kann. Dann werden wir unsere Ausrüstung mal ein wenig präsentieren. Natürlich alles mündlich und vielleicht mit Bildern, weil, wie gesagt, Podcast ist halt zum Hören und nicht zum Sehen. Was natürlich auch wieder Vorteile hat, weil beim Video, da musst du halt nachschauen, damit du es mitkriegst. Beziehungsweise, wenn da was gezeigt wird oder so. Und beim Podcasten ist halt ziemlich entspannt. Letzte Runde über einen Podcatcher, wie das funktioniert, erkläre ich im Podcast in der ersten Nullnummer-Folge. Und läufst halt einfach und hörst zu. Und natürlich versucht man dann das Ganze dann so aufzubereiten, dass man das dann natürlich auch mündlich erklärt, was abgeht. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel die Buschbox oder irgendwas vorstelle, macht es natürlich Sinn, wenn dann auf eurem Player die Buschbox erscheint. Aber so Maße und so, die müssen halt mündlich gesprochen werden. Aber ich denke mal, das wird nicht das Problem sein. Von daher dürft ihr gespannt sein. Wie gesagt, das Ganze ist noch in der Entstehung. Eine Nullnummer gibt es zwar schon. Für die, die es nicht wissen, eine Nullnummer ist praktisch das erste Mal, dass du überhaupt irgendwas aufnimmst, damit du halt praktisch eine MP3-Datei hast oder eine MP4, je nachdem. Und dass du dann erstmal in den ganzen Podcast-Verzeichnissen erstmal hochladen kannst. Weil die brauchen nämlich eine Zeit lang, bis die dann für alle zur Verfügung steht. Und wie gesagt, die Nullnummer haben wir schon aufgenommen. Einen Link gibt es dann unten mit Nein bei den Notizen oder bei der Videobeschreibung. Genau. Wie gesagt, schaut nicht spektakulär aus die Seiten, muss es auch nicht. Logo haben wir und wie das außenrum ausschaut, ja gut. Und nur mal gucken, ne, wenn du mal Zeit hast und Lust und Nerven, weil so Webdesign, das ist halt immer. Ne, ist der. Gut, Freunde, wo bin ich jetzt überhaupt? Schauen wir mal. Das lässt sich doch sehen, oder? Laufen wir mal weiter, ne? Bis dann. Ja, Freunde, jetzt bin ich kurz am Ende von meiner kleinen, ja, von meinem kleinen Spaziergang. Schauen wir doch einmal, wie viele Schritte das ich gemacht habe. Was sehe ich jetzt? Oh, leck. Siehst du das? Obacht. 9.999.
Zerrausen brauchen wir. Sei dabei. Also, schlafen wir noch 2 Meter mit euch. So. Was sagt der Schrittzähler? Da, da, da. Ja, Freunde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich laufe die paar Meter jetzt heim. Und dann gibt es erstmal einen Tee. Und dann schauen wir da mal. Hab mich gefreut, dass du dabei warst. Oder ansonsten habe ich die Ehre und denke mal drauf, geht raus, lasst raus. Tschüss.